Das ist genauso wie, wir haben noch einen Benzinkanister. Ja. Für Ja. was? Okay. Bei Gibt's knapp 1000 mehrere? Meter sind wir in Dev 4, also in der Mine 4 angelangt. Ja, würde ich jetzt, gibt's mehrere Wege? Kann es sein? Es scheint so. Ach du Scheiße. Also vielleicht hätten wir ja wirklich vorhin das eine Brett, was du aufgesetzt hast, vielleicht hätten wir das wirklich noch oben verwenden können und hätten wieder zurückgehen können. Wahrscheinlich, ne, dann wären wir, ja genau, dann wären wir quasi mit dem Generator nach unten und dann, Genau. wer lässt denn hier Müllsäcke stehen? So tief. Okay, ich geh mal erstmal ins Dunkel. Erst ins Okay. Dunkel, dann ins Licht. Du bist Steve, du bist derjenige, ne? Weißt du Bescheid? Klingt, du bist Steve. Oh, guck mal. Wir haben ein X2 TNT in Hand. Ah, nice, not enough TNT. Ah, guck mal, wir müssen Du uns hier brauchst drei durchballern. Stück, okay. 3 Sticks required. Shadow Detonation, April 27. Okay, alles klar. Wir brauchen noch eine Dynamitstange. Ja. Die werden wir noch nie finden jetzt, Alter. Ich kenne auch unser Glück. Oh, wer schafft denn Europaletten hier hin? Alter, Leute, aber das so. Ich kann auch keiner mit dem Hubwagen fahren. Das kann mir noch niemand erzählen. Ey, guck doch mal, Ja, wie auch die. groß und verschachtelt das hier ist. Verschachtelt. Oh, Mann, Alter. Und es geht immer tiefer und tiefer aus Sutton. Komischer Weihnachtsbaum. Ja, also das ist ja ein Gassensack ist das. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und hier vorne rum, die dumm. Du. Wollen wir mal schauen, was wir hier finden. Ah, hier sind wir, hier kommen wir zum Licht, guck mal von da. Guck mal, da ist noch eine Dynamitstange, oder? No, it's a glow stick. It's a glow Ah. stick. Ah, die wussten, dass du das einmal. Okay. Dass du einmal unnötig irgendwas wegwirfst. Wahrscheinlich. Die haben damit gerechnet. Steve spielt. Steve wirft einfach nur sinnlos Sachen weg. Man nennt ihn noch Steve the Thrower. Steve Thrower. So. Ah, oh, ist, Okay. Ich find's cool, dass du einfach Hebel betätigst, wo du sagst, oh, was ist denn das hier? Och, komm, drücken wir mal. So einfach wie auf den roten Knopf drücken, weißt du? genau. Ja, hat das jetzt irgend auch nur ansatzweise irgendwas gebracht? Außer dass da oben so eine Kiste, so eine Crate gedroppt ist. Aber die war vorher schon da, wa? So, Ich was haben glaube wir denn ja. hier? Hier steht 9. Stimmt. Ich schreibe mir Zufall? das jetzt nicht auf. Nee. Zufall? So, hier ging es Richtung Licht. Ja, wo du die ganze Zeit gekonnt davon läufst, also davon wegläufst. Nee, hier war doch da. Ja. Ging es da hinten noch in eine andere Ecke? Alter, was ist das hier für ein Bunker? Was ist das? Da warst du nicht schnell genug. Doch, Aber habe hab ich, aber es war jetzt gerade eine Sequenz, die konnte ich nicht abbrechen. What the hell was that? I swear. There was somebody right behind me. I touched you. Alter, the door is held shut by multiple bolts. Du hast wahrscheinlich noch das gehört. Ja, aber unten ist der Counter nicht hochgegangen. Ja, ne, weil ich glaube, das war auch nichts, was ich jetzt hätte fotografieren können. Irgendwie war es halt einfach, war ja scripted. Okay. Da hab ich jetzt nichts machen können. Ich hab's probiert. Ich hab ja, was war das gerade? Wer knistert hier an den Ästen? Ich hab ja schockhaft auf alle drauf gedrückt. Du kennst mich ja. Golden Coins, wofür sind diese Golden Coins? Ich weiß es nicht, ob wir die dann A nachher golden irgendwie. coins, I wonder what use that coins may have. Perhaps this was an old currency. Long ago. Ja. Okay. Nachher finden wir bestimmt so ein Spielautomaten und sowas aus 1930. So, ich hab mich komplett verlaufen. Keine Ahnung mehr. Ich da mal an, das ist. Wir laufen doch. Das ist doch. Na, guck mal, hier ist die Krate. Hier ist die Krate. Was ist das denn? Der Device. Ui. Oh nein. Und wir haben einen Biohazard-Anzeiger jetzt. Einen Biohazard-Detektor.
Ach du. Ja. Okay, cool. Ja, okay, mal ist noch einer. Oh toll, ja. Einfach machen. Klar. Ja, guck mal, einer ist schon offen. Der war vorhin. Ah? Ah? Auch schon offen, wollte ich gerade sagen, aber. Cool. Warte mal. Das ist doch kein Tropfen, das ist doch so ein Typ, der so. Macht. Please don't. Alter. Du, ich hab gerade gar keinen Bock mehr. Ne? 102, Alter. Das hört sich an, als ob der mit seinen Kieferknochen einfach. Das Schlimme ist, ich höre das mal von links, mal von rechts, mal von hinter uns. Ich. Ja, die Soundkulisse ist heftig. Ich glaube, du hast jetzt die Tür, glaube ich, ja, entriegelt. Ja. Genau. Oder so. Ich würde jetzt auch den direkten Weg quasi dahin gehen. Ja. Wenn ich nicht wieder irgendwie angefasst werde hier von irgendeinem Spinner. So, door is open. Now go inside. Toll. Wir gehen einfach und rein. Schon wieder links. Und naja, was soll man denn machen, Benny? Was soll man denn tun? Wir müssen ja auch, wie gesagt, um rauszukommen, müssen wir immer tiefer, obwohl wir eigentlich nur Dynamit brauchen, wie zum Beispiel das da. Was sind Ditter, Alter? Coins on hand, okay, mal 5. Purchase for, für 6 kriegen wir was? Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Du brauchst 6. Nicht dein Scheiß Ernst. Not enough. So, jetzt bitte hau mal was raus, Alter. Warte Mars, Uranus, Moon, Earth. Was soll uns denn das sagen? Sind das die Buchstaben? Das sind 4, 6, 4, 5? 4, 6, 4, 5? Nee. You ever wonder how many trees are in space? You ever wonder, du hast dich immer gewundert, wie viele Bäume an dem Platz waren. How many trees are in space? Ich gehe jetzt nicht da vorne in diesen Zeug jetzt. Aber das ist ja Quatsch. Was soll ich jetzt hier. Wie viele Bäume wollen wir denn da zählen? Das ist ja albern. Wir brauchen 4-stelligen Code. Ah! Alter, Jochen, was ist los mit dir? Was ist dein Bedürfnis? Das soll nicht so sein. Meinst du? Weiß nicht, geh mal hin. Ich slowly grab the key from hand. Was ist denn mit ihm los? Stay calm. Stay calm, what? Als ob wir jetzt da ihm versuchten, den Key zu klauen. Geil, jetzt hast du dich bewegt. Cool. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, oder was? Ja. Wunderbar. Was haben wir denn für einen Indikator, wenn er jetzt hier loslegt, irgendwie? Ich hab keine Ahnung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass hinter ihm noch an der Wand quasi in Blut eine 1 geschrieben stand. Eine 1? Okay. Ja. Habe jetzt irgendwie, das Spiel gibt mir jetzt keinen wirklichen Indikator dafür, ob das jetzt langsam, schnell ist oder irgendwas so. Also, wenn ich die 100 erreiche, irgendwie flippt der Typ aus, fällt er um, rennt er weg, was macht er irgendwie? Passiert überhaupt was? Werden wir gleich sehen. Ich mach das jetzt. I do it! Ja, und nu, was? Okay. Alles klar, darf ich deinen Schlüssel haben? Ist alles cool mit uns? Super. Wo steht jetzt hier eine 1? Da, weiter oben, da. Siehst du es links da so leicht? Meinst du? Das ist so ein Schatten, das. Okay, also, hast du ja, ich sehe auch eine 1, aber. Ist aber vom Stein hier, vom. Okay, kann hier auch noch nicht runter, weil. Peter mit seiner Jeanshose hier steht und ganz schön groß ist, Alter. Was sind wir für Zwerge? Kriechen wir? Weiß ich nicht. Was ist er für ein Hühne? Vor allem, wo ist sein Unterkiefer? Der ist noch bei der TNT-Box. So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Was bringt uns der fucking Schlüssel? Single key around a huge ring. A
Okay. Wow. Aber das bringt uns halt einfach mal nichts. Wir haben so ja noch einen zweiten. Don't forget to put key back in elevator and look back in cage. Hä? Ich kann nur mal kurz gucken. Und zwar stand noch hier diese, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, das war ein schöner Weihnachtsbaum. Das bezieht sich auf irgendwas. Pass auf hier, warte mal. Ach so, meinst du das dadurch irgendwie? Ah, das ist ein Planet. Guck mal, wie viel haben wir denn da dran? Ne? 7. Uranus, ne? Ist das Uranus? Ja, es wird jetzt nicht der sieht nicht nach Erde aus irgendwie. Okay, 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 okay. Also 7, okay, dann machen wir mal 7. Jetzt müssen wir noch ein paar andere finden, ne? Ja. Also auch den Mond und so, also. Holy shit, ey. So. Aber komm erst mal darauf, dass du diese Flächen da, diese. Ja, also. Ja. Das ist der Mond. Guck mal, der Mond hat 3. Ja. Ja, das macht ja natürlich auch Sinn, ne? Help me need trees are in the space. Ja, genau. Okay, es ist wirklich ein bisschen mies, aber auch irgendwie, finde ich. Ja, weil jetzt müssen wir erstmal wieder da gucken. Aber jetzt muss natürlich auch wieder in jede Ecke gucken, ne? Ja. Was ist das denn? 1, 2, 3. Soll vielleicht die Erde sein, oder? Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, das dürfte der Uranus sogar sein, weil der sieht nämlich ähnlich aus. Der hat auch so diesen bläulichen Stich. Okay. Dann ist das am Anfang was der Mars gewesen, oder was? Der am Anfang sah eigentlich eher aus wie die Venus, bin ich ehrlich. Aber die Venus ist gar nicht drinne. So, uns fehlt ja sowieso noch einer. Wobei. Ja, nee, den Mond hatten wir, genau. Uns fehlt eigentlich jetzt entweder die Erde oder der Mars. Und das ist der Mars. Denn war der erste, den wir gesehen haben, die Erde, was zwar ziemlich scheiße aussah, aber es war die Erde. Hast du jetzt die Bäume gezählt? Bei dem Mars-Ding? 4. Wie viel? 4. 1, 2, 3, 4, 5, ja, siehst du? So, okay, Benni, dann sag mal an. 5, 8, 3, 7. Wupp, wupp. Krass, okay. Pick up. Oh, schön. Schön, schön. Oh, schön. Und wir haben nice. Blood Tree Collectible. Was ist denn das bitte? Blood Tree Collectible. It appears to be a toy blocked like tree. It's pure red. So maybe we can call it the Blood Tree. Very strange. Potential collectible. Maybe? Was? Okay. So, theoretisch bräuchten wir jetzt ja kein TNT mehr kaufen, ne? Weil wir haben... Ich würde es auch lassen, also weil vielleicht brauchen wir die Kohle für was anderes wieder. Also die Coins dann später. Ja. Okay, gut, cool, cool. Dann sprengen wir uns mal den Weg frei. Yes. Und? Kaboom. Bei Solid Metal Door. Ach so, bei der Solid Metal Door. Okay, alles klar, jetzt... Ach so, du musst... Ah, okay. Du sollst... zurück. That should be far enough. Nee. Erstmal in die Sackgasse rennen. Falsche Licht. So rennen wäre ja geil, weil das ist jetzt nicht so wirklich Rennen. Ja, kannst du doch mit Shift, oder? Ja, ich drück Shift. Ach so. Das ist die ganze Zeit. Okay. Ach, das ist Kabu. Dinge, die ich nie machen würde, unterirdisch sprengen. Irgendwie. So, kann ich nur eins sagen? Ihr müsst trinken. So, okay, schauen wir nochmal. Das ist ja mal ein schöner Durchgang. Den wir jetzt hier freigesprengt haben. Und wo geht's jetzt hier hin? Wir haben eine Feueraxt. Wofür haben wir denn jetzt bitte eine Feueraxt? Zwei Theorien, entweder zur Verteidigung oder wir müssen uns irgendwo durchholzen, axten. Aber wo? Genau, das ist ja. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo wir uns jetzt mit einer Axt durchkämpfen sollen. Weil ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir jetzt weiter hin müssen, weil die haben wir doch schon alles abgegrast, oder nicht? Oder soll ich die Paletten klein machen? Oder diese Pappkartons? Ach, nee, warte mal, hier bei Knilchen aus der Lederhose da hinten irgendwie, da ging es ja noch hoch. Stimmt! Der Kieferlose. Bei Peter hier, hast du gesagt. Genau, Trap Jaw. Na? Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Soll ich ihn jetzt umhacken, weghacken? Kack ihn weg. Tja, kann jetzt hier nichts machen. Was ist das für ein Quatsch? Okay. Ist ein Snickers, du bist nicht du.
Ist nicht du, wenn du Hunger hast. Ja, okay, das hat uns jetzt nichts gemacht. Ich verstehe es gerade nicht. So, really. Wollen wir uns trotzdem nochmal eine Dynamitstange jetzt kaufen? Können wir gerne mal probieren, klar. Oder sagst du das Quatsch? Wo geht's denn hier gehen? Da vorne war eine Kassette, wa? Ja. Door has been unlocked. Okay. Aha! Und, ja. Was ist das jetzt, was? Die Belüftung oder was ist das? Ich hab keine Ahnung, was dadurch jetzt passieren wird. Vor allen Dingen, der Hazard geht immer weiter nach oben. Ach, das, also 139%. Das ist nicht gerade wenig. Ich guck mal kurz, vielleicht ist hinten jetzt Jochen weg. Und vielleicht ist da, weil da hinten sah da auch irgendwas aus nach Fahrstuhl oder irgendwas. Also, was anderes wüsste ich, wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen sollte. Ja, ist eigentlich der einzige Gang, den wir haben, wo wir runterkommen. Oder runterkommen. Jetzt kommen wir runter, weil das Wasser weg ist. Okay. Ach, da ist klar, ich gehe. Oh, krasser Schattenwurf. So. Ja, dann gehen wir noch tiefer. Immer tiefer rinder. Tja. Auch nach Depp 5. Oh, Mann. Ja, der Verseuchungsgrad steigt schon auf 141%. Ist nicht gut, Benny. Ich glaube, uns wird's nicht gut gehen, wenn wir hier rauskommen. Nee. Und dann werden wir wahrscheinlich erschossen.